Herzlich willkommen zum Video Grundlagen Viererverliese und allgemein Tank Heiler DD. Was sind die Aufgaben, worauf muss ich achten und was sollte ich nicht tun? Allgemein Verhalten in so einem Viererverlies. Viererverliese sind immer so ein bisschen emotionaler, weil im Gegensatz zu man läuft alleine in der offenen Welt rum oder man macht eine Solo-Arena oder generell Solo-Sachen, spielt man dort mit anderen Leuten zusammen. Entweder zum Beispiel mit euren Kumpels, mit Guildmitgliedern oder ihr wagt euch alleine in ein zufälliges Viererverlies. Grundsätzlich würde ich immer sagen, verhaltet euch so gegenüber allen anderen, wie ihr gerne selbst behandelt werden möchtet. Ihr wollt nicht beleidigt werden, ihr wollt nicht, dass man eure Rolle irgendwie niedermacht. Ihr wollt nicht, dass ihr etwas erfüllen müsst, was ihr gar nicht könnt. Und vor allen Dingen wollt ihr auch nicht veräppelt werden. Denn leider ist es so, in der Tat gibt es Veräpplung. Und bei diesem Punkt steige ich auch gleich bei den Rollen ein. Es gibt nämlich in den Viererverliesen Rollen. Dazu gehen wir einmal auf Soziales, auf die Gruppe und hier oben sind die Gruppenrollen. Hier einmal Verteidiger, das ist auch der Charakter, auf den ich gerade bin, wird auch Tank genannt. Und zwar einmal grundlegend, ihr möchtet vor allem Feinde in Schach und von euren Verbündeten fernhalten. Rollen werden für die Zusammenstellung ausgeglichener Gruppen für bestimmte Aktivitäten benötigt. Der Tank, also der Verteidiger, hält somit die Gegner in den Viererverliesen von der Gruppe weg. Dann der Heiler. Ihr möchtet vor allem eure Verbündeten heilen, während sie gegen Feinde kämpfen. Zu heilen kommt natürlich auch noch generell Supporten, noch in anderen Sachen, dazu später mehr, wenn wir bei der Rolle des Heilers sind. Und dann der Kämpfer, auch DD für Damage Dealer genannt. Ihr möchtet vor allem Feinden Schaden zufügen, um eurer Gruppe zu helfen. Spielen die meisten oder generell sehr viele. Viele machen sich eine DD, ein Tank, eine DD, ein Heiler oder auch mehrere DDs. Aber dass man unbedingt viel Schaden machen will, kann ich auch absolut verstehen. Nur es werden in einem Viererverlies alle drei Rollen benötigt. Und zwar ein Tank, ein Heiler und zwei DDs. Auf jeden Fall, wenn man ein zufälliges Verlies laufen möchte. Kommen wir noch einmal darauf zurück, zu dem ihr möchtet andere auch so behandeln, wie ihr gerne selbst behandelt werden möchtet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kämpfer habt und ihr wählt euch in ein zufälliges Verlies ein, wo man das macht, zeige ich euch gleich noch, dann braucht ihr immer echt lange, um eine Gruppe zu finden. Ihr könnt auch Glück haben, aber ihr braucht meistens lange. Tank, der braucht meistens nicht wirklich lange und Heiler so braucht zwischen Tank und DD. Aber auch eher weniger so lange wie DD, eher mehr zum Tanken. Und da kommt dann leider wieder die menschliche Quote mit rein. Was wird gemacht? Man ist ein Kämpfer und stellt sich als Tank ein. Und das ist natürlich nicht richtig. Es gibt in der Tat Magicka-DDs, die auch als Heiler fungieren können, weil es Halbheiler sind oder mindestens eine Heilleiste haben. Mag bei normalen Verliesen noch funktionieren, vielleicht auch bei einigen Veteranenverliesen, aber bei schwierigeren DLC-Verliesen zum Beispiel oder generell schwierigen Verliesen sollte man das nicht unbedingt machen. Und ein Tank ist eben die gepanzerte Einheit. Sprich, schwere Klamotten, hält viel aus, sehr wahrscheinlich Einhandwaffe und Schild oder ein Froststab oder auch Blitzstab, vielleicht auch zweimal Einhandwaffe und Schild. Das muss man gucken, wie man am liebsten spielt. Aber derzeit, dadurch, dass auch viele Schindluder betrieben haben und einfach DD sind und sich als Heiler oder Tank eingetragen haben in ein Zufallsverlies, möchte ESO den gegenwirken. Was ich auch gar nicht schlecht finde, allerdings habe ich schon ein bisschen Bedenken, was könnten sie gegenwirken. Denn Eldar Scrolls möchte generell nicht, dass man am Anfang sagt, jo, der Charakter soll ein Tank sein, der Charakter soll ein Heiler sein und dieser Charakter soll ein DD sein und das wird niemals umgestellt. Das wollen sie ja generell nicht machen. Finde ich auch voll in Ordnung. Und wegen mir bräuchten sie auch gar nicht irgendwas festlegen, denn von meiner Seite aus, standardmäßig, ich bin Tank, also komme ich als Tank mit. Ich bin Heiler, also komme ich als Heiler mit und als DD
Da trage ich mich verflucht nochmal als CD ein. Denn es gibt in der Tat Verliese, wo das gar nicht klappt, dass ein DD sich als Tank einträgt. Und das wird mehr und das wird schlimmer. Ich nenne mal drei Beispiele. Die Pilzgrotte 1 auf Veteran. Lange Zeit mit meinem einen DD ganz allein zu laufen, gar kein Problem. Wollte ich einfach nochmal austesten, hat geklappt. Kanalisation von Wegesro 1, auch mit meinem DD durchgelaufen, ohne Probleme. Oder auch Arx Corinium, Veteran sogar Hard Mode, auch geklappt mit Durchlaufen. Haben sie jetzt nach Update 30 schwieriger gemacht? Viele kommen jetzt nicht mehr so gut durch oder überhaupt nicht mehr durch, aber das ist auch voll in Ordnung, denn es ist ein Viererverlies. Und sie werden eben was unternehmen. Es kann sein, dass es dann heißt, ein Tank muss Schild und Schwert haben oder ein Tank muss das Anspotten drin haben. Ein Tank muss schwere Rüstung tragen. Ein Heiler muss leichte Rüstung tragen. Ein Heiler muss so und so viel Heilfertigkeiten drin haben. Die Ultis müssen für Heilung sein. Oder grundsätzlich das Heiler, die drin haben. Oder die verschiedenen Rollen müssen Sets anziehen, die zu Tankheiler oder DD passen. Was da genau auf uns zukommt, weiß ich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber sie sind im Hintergrund am Arbeiten. Und in diesem Moment kann ich nur sagen, Leute, das haben wir denen zu verdanken, die sich in den Zufallsverliesen immer falsch eingetragen haben oder ständig falsch eingetragen haben und dann Mist gemacht haben, dass Gruppen nicht geklappt haben. Und es kommt auf uns zu und mal gucken, was uns dann so erwartet. Grundsätzlich sollte man sich nicht falsch eintragen. Denkt bitte daran, wenn ihr etwas lauft und ihr wisst nicht, wen ihr da in eine Gruppe bekommt, ist immer richtig Mist. Solltet ihr aber mit euren Kumpels laufen und ihr sagt, wir machen jetzt kein zufälliges, sondern wir machen Verliessuche, kein zufälliges und wir reisen einfach so rein. Das geht ja auch, man kann das Verlies aussuchen und einfach so reinreisen. Dann tragt euch als das ein, was ihr abgesprochen habt. Das ist ja in Ordnung. Wenn ihr das miteinander besprochen habt, ist das was ganz anderes. Aber ein Zufall ist ein Zufall und normalerweise sollte man immer sagen, man kann der Rolle vertrauen, die mitläuft. Ich weiß, leider ist es oftmals nicht so. Aber nach dem Video habt ihr auch gelernt, warum es sinnvoll ist, das richtig zu machen. Nun, aktuell bin ich in keiner Gruppe. Ich könnte jetzt Leute einladen. Hier kann man dann das Verlies auf normal stellen. Ihr seht, hier könnt ihr den Schwierigkeitsgrad des gewählten Gruppenverlieses festlegen. Innerhalb einer Gruppe wird nur die Einstellung der jeweiligen Gruppenleiters berücksichtigt. Das heißt, der Gruppenleiter sagt, ich stelle auf Normal, ich stelle auf Veteran. Hat jemand von euch noch keine Champions-Punkte in der Gruppe, könnt ihr gar nicht auf Veteran stellen. Auf Normal könnt ihr immer stellen, das ist gar kein Problem. Habt ihr eine Gruppe, der unter Level 10 ist, könnt ihr keinen Zufallsverlies auswählen. Das ist erst ab Stufe 10 möglich. Und je nachdem, was es für ein Verlies ist, gibt es verschiedene Stufen. Grundsätzlich DLC-Verliese, das sind auch die ganzen, die man später von der Urgalak bekommt. Und die ganzen, die in der Verliessuche unten eingestellt sind, werde ich euch gleich auch noch zeigen, ab Stufe 45 als Zufallsverlies. Ihr könnt da aber auch schon vorher rein, wenn ihr mit eurer Gruppe des Vertrauens reingeht und es kein Zufallsverlies ist. Und über diese Aktion kann man Spieler einladen, geht auch noch anders. Ihr könnt auch so auf eure Freunde gehen, in die Gruppe einladen oder wenn ihr in der Gilde seid und die auch über die Gilde. Hier erstmal dann zur Gruppeneinstellung und dann zeige ich euch Verliese. Aktivitätssuche. Da gehen wir ein bisschen runter, Verliese. Dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit zu entscheiden, was seid ihr. Und nochmal zu kontrollieren, habt ihr euch auch wirklich als das Richtige eingetragen. Das ist dann auch wirklich sehr, sehr wichtig. Zufälliges Verlies, seht ihr die Würfelchen. Und dann gibt es das auf Normal. Hier seht ihr auch, es gibt einen täglichen Bonus. Das ist aber egal, ob ihr Normal oder Veteran läuft, der tägliche Bonus ist gleich. Wollt ihr nur einmal schon den täglichen Bonus abgreifen, macht es auf Normal. Das ist viel einfacher. Wenn ihr Glück habt, seid ihr auch fix durch, wenn ihr mit euren Leuten läuft oder wenn ihr gute Randoms, was eben heißt Zufallsspieler, reinbekommt. Veteran, man kann Glück haben, man muss es aber nicht. Dann spezifische Verliese und darunter findet ihr dann auch gleich alle. Auf Normal, wenn ihr mit R1 rüberlenkt, auf Veteran, habt keine Angst, L1 geht wieder auf Normal.
Und hier sind dann auch schon die Verliese. Pilzgrotte 1, Spindeltiefen 1 und Verbannungszellen 1 gehören zu den einfachsten Verliesen. Sowohl auf Normalen als auch auf Veteranen. Die Zweierverliese sind immer deutlich schwieriger als ihre Einserverliese. Gehen dann auch immer noch einen Tick weiter, als das Einserverlies ging. Oder setzt an der Stelle an, wo das Einserverlies aufgehört hat, ist auch möglich. Also guckt immer, Einser ist einfacher als Zweier. Es gibt auch Verliese, da gibt es weder 1 noch 2. Zum Beispiel Arx Quirinium. Das ist dann so dazwischen, so mittel. Burg Rauenfrost, Orkaninseln, Wohlenfell, gesegnete Feuerprobe. Und eben diese hier sind dann ein bisschen schwieriger als die Einser, aber meistens nicht so schwer wie die Zweier. Dann fangen hier die sogenannten DLC-Verliese an. Die sind grundsätzlich schwieriger als die Nicht-DLC-Verliese, die ihr so in der offenen Welt habt. Ab der Blutquellenschmiede abwärts. Es sind mit den Jahren doch so einige dazugekommen. Es ist nicht die Reihenfolge, in der sie dazugekommen sind. Ihr seht, es geht hier dann nach dem Alphabet der DLC-Verliese. Und eben dann hier oben, naja, mag es zwar nicht nach Alphabet gehen, aber da sind sie sortiert. Ihr seht schon rechts die Beschreibung jetzt. Im Gegensatz zu manchen anderen Spielen ist sie ein bisschen dürftig, denn sie beschreibt nur den Ort. Und so ein bisschen, wer da wohnt. Man sieht auf den Bildern schon ein bisschen, was da ist. Ne? So ein bisschen Feuer. Kessel kann man sich jetzt nicht so richtig was vorstellen, was das heißen soll. Eiskapp. Sieht jetzt sehr steinig aus, ist aber auch recht kalt. Falkenring seht ihr schon, da brennt alles. Dem ist auch wirklich so. Beim Frostgewölbe seht ihr schon, es ist kalt und mit im Dwemer-Stil. Und andere Beschreibungen gibt es da leider nicht. Es wird nicht beschrieben, was für Gegner generell auf euch warten. Man kann es dann immer nur lesen bzw. erahnen. Und auch nicht, was machen die Bosse? Gibt es da bestimmte Gebiete, wo viel Gift ist oder viel Feuer? Gibt es da irgendwelche Mechaniken? Kann man sich alles nicht durchlesen. Ich weiß, das ist in anderen MMOs anders. Da kann man ganz genau den Boss angucken und da steht die ganze Radelei, was der kann. Hier entweder austesten oder gucken, ob schon mal einer ein Video dazu gemacht hat. Austesten kann man auch. Man kann es dadurch auch selbst üben und lernen. Wer dazu den Anspruch hat, macht es. Weil was hat man denn schon zu verlieren? Wir haben Seelensteine, wir könnten mal wieder aufstehen. Und normalerweise ist der erste Lauf, wenn es ein bisschen schwierigeres Verlies auch ist, sowieso kein No-Death-Run. Was dann heißt, wir sind durchgekommen, ohne dass ein Gruppenmitglied gestorben ist. Dann gibt es einmal in den Errungenschaften den Überblick. Am Anfang war das ganz nett. Hier Marge, Lirion und Urgalak werde ich gleich nochmal zukommen. Die geben euch nämlich noch Aufgaben des Tages. Dann solche grundsätzlichen Errungenschaften. Prüfung überspringen wir jetzt einfach mal. Offene Verliese auch. Und die Gruppenverliese. Die auf Normal eben. In diesem Moment. Ihr seht eine ganze Menge. Und dann die Veteranenverliese. Einmal auf Veteran abschließen. Dann Herausforderung. Welche dann der Hard Mode ist. Entweder liest man eine Schriftrolle der ruhmreichen Schlacht oder zum Beispiel hier müssen 3D-Drots noch am Leben sein. Oder mindestens 4 Geister, also Schüler, die sind in dem Fall Geister, müssen noch am Leben sein, bevor die eben Erzklinge hat, in die Hand nimmt. Meistens ist es, lest die Schriftrolle der ruhmreichen Schlacht, aber es gibt eben auch ein paar Sachen, da ist es nicht so. Das kann man dann hier aber wenigstens schon mal durchlesen. Dann gibt es noch Verderber, ihr seht schon, besiegt 250 Bosma, besiegt 500 Unterschlupfpiraten, 400 Lamien und so weiter und so fort. Ist aber nur für den Veteranenmodus. Dann gibt es für Geschwindigkeit. Wenn ihr manchmal die Minutenanzahl seht, dann denkt ihr, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Glaubt mir, ich renne da auch nicht ständig durch. Wenn man es ab und zu mal gelaufen ist und die Gruppe gut miteinander spielt, dann klappt das. Alle habe ich beim besten Willen auch noch nicht. Überlebender, dass kein Gruppenmitglied stirbt. Manchmal hat man einfach Pech. Ärgert euch nicht. Irgendwann wird man schon mal das eine oder andere schaffen. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn man es nicht hat. Es ist aber ganz nett, wenn man sagen kann, man hat es. Es gibt dafür jetzt keine bestimmte Farbe, keine Trophäe und nichts. Aber ihr hättet es. Ihr wisst es dann für euch.
Was ich da ein bisschen schade finde, die DLC-Verliese, die haben sie dann hier einzeln gemacht. Zum Beispiel hier sieht man bei Flames of Oblivion die Schwarzdrachenvilla oder den Kessel. Das ist dann einzeln Stonethrow mit Steingarten und Castle Dorn, Skybreaker mit Mondgrab-Tempelstadt und Gipfel der Schuppenruferin und noch so ein paar mehr. Finde ich ein bisschen schade, dass sie es nicht bei den anderen mit eingebaut haben. Haben sie schon damals bei Imperial City mit angefangen, mit Gefängnis der Kaiserstadt und dann eben auch den Weißgoldturm. Hätte ich schöner gefunden, dass es unter Veteranenverliese zu finden ist, aber man kann ja nicht alles haben. Sie wollten es dann eben in den jeweiligen Gebieten unterbringen. Bei solchen Sachen müsst ihr dann eben gucken, was fehlt mir noch. Ich selbst habe eine Excel-Tabelle, in der alles drin steht. Das einmal so zum allgemeinen Überblick. Wichtig nochmal, lauft ihr in eine Gruppe, sprecht euch ab, wer was macht. Macht ihr einen Zufallsverlies, tragt euch wirklich als das ein, was ihr braucht. Beziehungsweise was ihr seid, nicht nur was ihr braucht. Seid ihr ein Tank, wirklich Tank, Heiler, Heiler, Kämpfer, Kämpfer. Ansonsten dann einmal zu den verschiedenen Rollen und den Rollenverständnis. Ich fange hier jetzt mit dem Tank an. Der Tank, die gepanzerte Verteidigungseinheit, die so ein paar wichtige Sachen hat. Generell sollte der Tank als erstes in die Gegner reinlaufen. Hat den Sinn, man läuft als erstes rein, kann so alle anpieksen. Warum ich sage anpieksen, zeige ich euch. Damit piekst man an, ihr seht es schon. Heißt, Durchschlag ist eine der Antank-Fertigkeiten. Es gibt noch mehr. Grundsätzlich, wer Schild und Einhandwaffe hat, kann dies hier nehmen. Und bei innerer Wut, da ist das vollkommen egal, was für eine Waffe. Ihr seht, diesen Durchschlag, den hat man hier eben als aktive Fertigkeit bei Waffe mit Schild. Und die andere Antank-Fertigkeit habt ihr eben bei den Unerschrockenen, welche ihr freischalten könnt. Und das ist eben, wie gesagt, egal, welche Waffe ihr habt. Problem ist, wenn wir uns die Technik angucken, ihr piekt einen Feind an. Das heißt, ihr schlagt einen Feind. Genauso auch bei innere Wut. Ihr tankt einen Feind an. Wir haben in ESO kein Massentanken und deshalb stehen vor euch fünf Gegner, müsst ihr fünfmal zupieksen. Stehen vor euch 20 Gegner, müsst ihr 20 mal pieksen. Läuft dann der Tank als letztes rein und die DDs und der Heiler sind schon vorgelaufen und es ist eine wirklich arg schwierige Gruppe, glaubt mir. Wir sind nicht alles Pro-Gamer, ich zum Beispiel auch nicht. Ihr liegt auf dem Boden. Vielleicht schafft ihr es noch gerade so auszuhalten mit ganz viel Schilden und Gegenheilen. Oder ihr seid eben wirklich gut. Aber es ist besser, den Tank vorlaufen zu lassen. Es ist stressfreier, es ist angenehmer und es ist vor allen Dingen die Aufgabe des Tanks. Der Tank soll antanken und muss antanken. Es ist super, wenn der Tank sich selbst schilden kann und dann auch noch die Gruppe schilden kann. Das heißt, Schadensschilde an die Gruppe abgeben. Das hier ist jetzt nur ein Beispiel für ein Schadensschild. Es gibt in sämtlichen Klassen in Elder Scrolls ein Schadensschild und dann immer noch mal in den neutralen Linien, wie eben zum Beispiel den Gildenlinien. Da findet ihr Techniken, die alle verwenden können. Und in den Waffenlinien eben die speziellen Linientechniken der Waffen, die eben auch alle nehmen können, die die Waffe haben. Dann ist es eben super, wie gesagt, wenn der Tank Schadensschilde geben kann. Zwei sind manchmal auch besser als eins. Und was super ist, wenn der Tank entweder die Gegner festhalten kann oder die Gegner verlangsamen kann. Das ist nicht schlecht. Und wenn ein Tank dann noch so ein paar Synergien geben kann, ihr seht, ein paar gebe ich zum Beispiel auch mit meinem Tank, dann ist das vom Vorteil für die ganze Gruppe. Dann haben wir noch ultimative Fertigkeiten. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie ist die Gruppenkonstellation. Grundsätzlich könnt ihr als Tank nichts falsch machen, wenn ihr hier dieses aggressive Signal aus dem Sturmangriff habt und auch noch die belebende Barriere. Wir sprechen hier aber von PvE, nicht vom PvP, also nicht Player versus Player,
sondern generell gegen die NPCs, also deshalb belebende Barriere. Damit könnt ihr grundsätzlich nichts falsch machen. Wenn ihr noch ein bisschen variabel sein wollt, zum Beispiel jetzt beim Hüter den Permafrost, beim Nekromanten ist immer super diese Aufhebe-Ulti oder auch den Pestilenzkoloss drin zu haben. Und dann eben sowas wie die Magmaschale nochmal beim Drachenritter, was einen auch selbst schützt. Oder die Standarte der Macht, wo man dann auch nochmal mit einer Synergie supporten kann. Das ist eben auch wirklich wichtig. Aber da muss man gucken, wie ist die Gruppe, wird eher mehr Schutz benötigt? Hat zum Beispiel dann andere in der Gruppe dieses Horn drin, weil zwei Hörner auf einmal bringt auch nichts. Zwei Barrieren auf einmal bringt auch nichts. Wenn ihr ein bisschen variabler seid, ist das nicht schlecht. Und was für ein Tank noch wichtig ist, das braucht er aber für sich selbst. Das ist sowas wie zum Beispiel das Gleichgewicht, um Resistenzen zu erhöhen. Oder wie hier beim Drachengeritter jetzt auch eine gehärtete Rüstung. Und eben sämtliche Klassen bringen da auch ihre Klassenfertigkeiten mit. Und grundsätzlich noch einmal der Appell, lasst bitte den Tank vorlaufen, wenn ihr einen Tank habt, der noch ziemlich am Anfang steht. Egal, ob der jetzt mit euch random mitkommt oder er ist fest in eurer Gruppe. Es ist wirklich einfacher, das zu üben. Ist es ein geübter Tank, kriegt er die Situation auch wieder gut hin. Ein nicht geübter Tank, und glaubt mir, davon gibt es mehr als super Geübte, die vielleicht ständig gespielt werden. Der kommt arg ins Verzweifeln, weiß ich eben selbst aus der Gilde. Die wissen dann auch nicht, liegt es jetzt an mir, liegt es an der Gruppe. Oftmals kann ich sie beruhigen, wenn alle vorstimmen, kann der einzelne Tank nicht wirklich was machen, wenn er nicht geübt ist. Und außerdem ist es respektlos, die Rolle des Tank so zu untergraben, und der Tank spielt eigentlich nur noch, ich feg auf, was ich vielleicht noch retten kann. Also habt ein bisschen Verständnis, Tank sollte schon vorlaufen. Was ein bisschen schwierig ist manchmal, weil die DDs können durchaus schneller laufen als der Tank. Das macht ein Tank oftmals noch nicht mit Absicht, weil es wird Ausdauer gebraucht zum Antanken. Diesen Morph haben viele auch nicht drin, die innere Wut, die nehmen dann auch das für die Ausdauer. Ich habe das schon besser wissens drinne, weil ich weiß, wenn ich schnell hinterrennen muss, habe ich dann gar keine Ausdauer mehr zum Antanken und hängt dann mit Magicka eine Zeit lang. Können aber auch nicht alle. Und deshalb lasst euren Tank ein bisschen Ausdauer, lasst ihn nicht einfach hinterherwetzen und dann steht er unter nur noch 0 Ausdauer. Ist schwierig. Nun, so viel einmal grundsätzlich zum Tank. Ich wechsle eben noch einmal auf den Heiler. Grundsätzlich kann man auch nicht sagen, es gibt die eine tolle Tankklasse, es gibt die eine tolle Heilerklasse, es gibt den einen tollen Magicka-DD, es gibt den einen tollen Ausdauer-DD. Mal davon abgesehen, dass sie nach jedem Update sowieso hier und da und dort Änderungen in den Klassen, in den Völkern, in den Sets machen. Grundsätzlich auch nochmal zu den Völkern. Das wollen sie auch ein bisschen heruntersetzen. Das ist aber auch noch in Arbeit, diesen Völkerbonus. Ihr seht jetzt zum Beispiel eine Bretonin. Es kann sein, dass es bald egal ist, ob es eine Bretonin oder eine Nord ist, eine Khajiit, eine Argonierin, eine Waldelfin. Das wird bald wirklich ziemlich angeglichen. Was genau kann jetzt auch noch keiner sagen, aber es ist in Arbeit. Deshalb grundsätzlich spielt mit dem, was ihr spielen wollt. Wenn jemand sagt, ihr bringt das am Ende nicht auf den Schaden oder auf die Verteidigung oder auf die Heilung, dann reden wir hier meistens vom Pro-Gamer-Content. Und das Pro-Gamer-Content, das erreichen die wenigsten. Das ist nur ein Bruchteil. Viele denken, alle möglichen sind Pro-Gamer, aber das stimmt gar nicht. Es gibt halt Anfänger, es gibt welche, die sind vielleicht ein bisschen ungeschickt, ihre Klasse zu spielen, oder haben einfach noch nicht so genau verstanden, wie sie ihre Klasse spielen sollten oder ihre Rolle. Dann gibt es welche, die sind affin, die spielen das richtig gut. Dann gibt es welche, die üben ganz viel und spielen das dann richtig gut. Und dann gibt es natürlich welche, das kennen wir alle aus dem richtigen Leben, denen fällt das im Schoß, oder die können halt unheimlich schnell ihre Knöpfe drücken oder immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Für die ist es natürlich viel einfacher, in sowas reinzukommen. Dann haben manche Glück, sie kommen in richtig gute Gruppen rein. Manche haben Glück, dass sie durchgezogen werden. Wobei man muss dann auch überlegen, ist durchziehen was für einen oder nicht. Durchziehen heißt eigentlich, man wird nur mitgenommen, macht irgendetwas und die Gruppe wird es auch ohne euch schaffen. Oder
habt ihr dann eher den Anspruch, ihr fangt mit einer Gruppe da an und würdet eure Sachen zusammen. Aber es wird bald nahezu fast egal sein, was zumindest das Volk angeht. Nun, hier seht ihr einmal meine Heilerin. Ich habe aus der offenen Welt noch eine andere Technik eben reingemacht. So, jetzt haben wir es dann auch. Was ist grundsätzlich für ein Heiler wichtig? Also heilen, wie es der Name schon sagt. Nur heilen heißt nicht, ich stehe einfach da und mache den hier. So löse ich zum Beispiel jetzt mein Monster-Set aus. Da muss man auch noch gucken, wie man welches Set auslöst, das heißt einsetzt. Also wenn ich im Verlies nur stehe und das hier mache. Und nichts anderes. Dann heilt man zwar, aber dann hat man es nicht verstanden. Denn ein Heiler ist auch wichtig mittlerweile geworden, dass das supportet. Es ist wichtig, dass ihr mindestens Minimum eine Flächenheilung drin habt. Besser zwei. Aber eine solltet ihr drin haben. Das ist jetzt auch egal. Ich habe zum Beispiel jetzt hier die drinne vom Heilungsstab. Die ist gut. Die könnt ihr nehmen. Ohne Frage. Ich habe jetzt auch noch drinne, das seht ihr jetzt auf der rechten Seite, das verlängerte Ritual haben recht wenige drinne. Macht aber auch noch gleich einen schädlichen Effekt weg und heilt. Und ihr gebt eine Synergie. Und vor allen Dingen könnt ihr die Heilung übereinander setzen und dann habt ihr doppelte Heilung. Dann habt ihr vielleicht noch Winterruhe an, habt ihr dreifache Heilung. Was wollt ihr mehr? An einer Stelle drei Heilsachen. Vor allen Dingen im Viererverlies seid ihr nur ein Heiler. Und da solltet ihr schon versuchen, gut heilen zu können. Denn das ist wichtig, weil die Gruppe verlässt sich darauf, dass ihr im Notfall die Gruppe durchheilen könnt. Allerdings lasst euch gesagt sein, ihr müsst euch als Heiler auch nicht alles gefallen lassen. Es gibt Situationen, die kann man gar nicht durchheilen. Ihr könnt ruhig euren DDs sagen, geh mal aus der Schadensfläche raus. Bitte. Natürlich immer höflich. Und auch nicht, die Tanks können alles stehen. Es gibt auch Flächen, da kann man nicht drinnen stehen bleiben. Das wissen vielleicht nicht alle, aber das kann der Tank nicht stehen und das kann der Heiler auch gleichzeitig nicht gegenheilen. Da muss dann halt auch mal ein Tank einen Schritt zur Seite gehen. Das kann der Heiler dann ruhig schon mal sagen, du, ich merke, ich kann dich nicht heilen, geh bitte mal einen Schritt raus. Das sollte man dann auch niemanden übel nehmen, das ist eher gesagt mutig, das zu sagen, dass man das in dem Moment nicht kann und das sollte man dann auch anerkennen. Und dann sollte man auch aus der Fläche rausgehen, weil man sonst tot ist. Also mindestens eine große Heilfläche, besser zwei. Dann solltet ihr noch was haben, was ein bisschen weiter reicht. Da habe ich jetzt zum Beispiel zwei Sachen drin. Einmal die strahlende Regeneration. Das wirkt 10 Sekunden lang. Das heißt, das braucht ihr nur einmal alle 10 Sekunden einsetzen. Nicht die ganze Zeit. Das war eben das Stäbchen heben, was ich gezeigt habe. Und dann habe ich noch eine Sache drin, die kann man immer gut gebrauchen. Das ist der sogenannte Oh Shit Heal. Das heißt, den kann man schnell sofort einsetzen und der heilt dann gleich ein bisschen mehr. Ich habe genommen, der heilt auch noch einen Verbündeten und dann heilt er noch ein weiteres Mitglied. Und das eben ein bisschen mehr. Das hier geht über 10 Sekunden, die 21.000 noch was, und das hier geht sofort. Plus eben noch ein weiteres. Also, Sofortheilung ist auch wichtig. Wenn man dann eben noch ein bisschen so supporten kann, zum Beispiel, das heilt auch und erhöht den Angriff und gibt auch noch Resistenzen. Dann habe ich noch drinne, das mit dem Bruch braucht man nicht unbedingt, wenn der Tank eben das Antanken aus der Schild- und Einhandwaffenleiste hat. Aber wenn der Tank jetzt das innere Feuer hat, dann ist das schon nicht schlecht. Und dann ist es noch so, dass man Magicka-Raub auf den Gegner setzt. Das kann auch nicht schaden. Dann habe ich noch was drin, was sehr wichtig ist, und zwar die Ressourcenwiedergabe eurer Verbündeten. Als Templer habe ich es leicht, da habe ich einmal so einen lodernden Speer drinne. Der macht Schaden, dann macht der Schaden über Zeit und dann drückt ein Verbündeter eine Synergie und dann kriegt aber nur der eine Verbündete Magicka und Ausdauer wieder. Nur der eine. Aber ich habe auch noch gleichzeitig eine Synergie zur Verfügung gestellt. In den Passiven, zum Beispiel von der unerschrockenen Linie, bekommen die dann auch noch Ressourcen wieder. Ausdauer, Leben, Magicka und so weiter. Das ist auch wichtig. Aber auch generell
man kann nie genug Ressourcen haben. Dann gibt es noch, ich habe hier die energetische Kugel gewählt. Das können auch alle reinnehmen. Das finde ich auch ganz gut, dass das alle reinnehmen können, dass man nicht sagt, man muss jetzt einen Templer-Heiler nehmen, denn muss man dann gar nicht. Man geht in die unerschrockene Linie, muss sich aber schon echt weit gelevelt haben und dann macht die Heilung. Und zwar, einer löst diese Kugel aus. Trotzdem können ja alle die drücken, aber einer löst die Kugel aus. Und die Verbündeten in der Nähe bekommen alle, jeder Einzelne, der in der Nähe stand, Leben, Magicka und Ausdauer wieder. Grundsätzlich gesehen in dem Moment besser als die Speerscherbe. Die kann man aber relativ, also nicht Speerscherbe, aber der lodernde Speer, den kann man relativ präzise schmeißen. Und das hier haut man in die Gruppe und dann hätten die Ressourcen. Das ist eben solche Sachen oder ähnliche Sachen ganz gut, wenn die einen Heiler drin hat. Ein Heiler kann auch Schilde geben. Das ist auch gar kein Problem. Ein Heiler kann auch was reinnehmen, dass die Gegner aus dem Gleichgewicht kommen. Das ist auch gar kein Problem. Das geht alles. Man muss ein bisschen gucken, kriegt's hin, dass ihr eure Leute heilt und dass ihr ihnen Ressourcen zur Verfügung stellt. Egal in welcher Art und Weise. Sei es durch Magicka-Raub, sei es durch energetische Kugeln. Sei es, ich habe zum Beispiel einen Ring der Erhaltung drin. Den hat kaum einer drin, da gibt es nochmal Ausdauerregeneration wieder und setzt den erlittenen Schaden runter und man wird auch nochmal geheilt. Viele nehmen andere Techniken rein. Ich habe eben das drin, weil ich habe ja sonst nichts mit Ausdauer. Dann kann man es nochmal reinnehmen. Dann habe ich als Heiler auch aggressive Signal und Barriere. Man kann da auch eben viele andere Sachen reinnehmen. Und weil ich ein Templer bin, habe ich da auch noch einmal das solare Gefängnis drin. Man kann auch das von der Heilungsstablinie nehmen. Das ist gar kein Problem. Das geht auch super reinzunehmen. Und ansonsten wichtig ist, heilt euch bitte auch mit. Denn viele Heiler heilen die Gruppe und dann vergessen sie, sich zu heilen. Dann setzen sie Flächenheilung auf die Gruppe, haben dann vielleicht keine andere Heilung drinne oder die Strahlen der Regeneration wirkt gerade nicht auf den Heiler. Dann fallen die Heiler um, weil sie die anderen geheilt haben. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Als letztes sollte der Tank fallen, Hand in Hand mit dem Heiler. Aber der Heiler und der Tank sollten nicht als erstes fallen. Wenn, dann ist es halt Pech, dann fallen die DDs zuerst, aber Tank und Heiler sollten unbedingt als letzte fallen. Meistens ist der Tank zuletzt, der Heiler einen Tick davor. Dann hat man es zwar trotzdem nicht geschafft, aber es zeigt dann generell, ist die Gruppenkonstellation schon mal nicht falsch. Und als Heiler wäre eure Position nicht hinter dem Tank zu stehen, sondern die meisten Fertigkeiten gehen nach vorne. Ihr seht ihr schon, Bodenziel, das könnt ihr überall hinsetzen, aber ihr müsst immer in die Richtung gucken. Die Fläche geht nach vorne, das geht in alle Richtungen, die ist genau unter euch, das geht nach vorne, die geht nach vorne weg, das geht nach vorne weg, das geht um euch herum. Steht aber nicht zu weit weg, so dass ihr euren Tank noch erreichen könnt. Und eure DDs. Sind eure DDs ein bisschen weit hinten, ist das denen ihre Schuld, nicht eure. Ihr seid nicht der Brummkreisel. Ihr müsst euch nicht im Kreis drehen. Ihr sollt natürlich auch nicht wie angewurzelt stehen bleiben. Ihr müsst ein bisschen abwägen. Stehen die DDs aber generell zu weit weg, könnt ihr denen das auch sagen, denn ihr seid der Heiler und ihr seid nicht der Schuhputzer. Das muss euch auch klar sein. Also ihr habt da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Denn es wird wieder die Zeit kommen, da sind die Verliese so, dass man ohne den Heiler nicht laufen kann. Ich weiß, es gab eine Zeit lang, da hat man gesagt, nee, also Heiler nehmen wir nicht mehr mit, weder in Viererverliese noch in Raids. Die Zeit ist vorbei, man braucht die Heiler wieder und es wird auch die Zeit kommen, dass man unbedingt die Heiler braucht und dass die Heiler dann noch das gut spielen müssen, wenn man es ansonsten nicht schafft. Also guckt es euch ganz genau an. Es gibt für Tank, Heiler und die DDs bei mir auch Einzelvideos. Aber es ist wichtig, einen Heiler in der Gruppe zu haben. Vergrault sie euch jetzt nicht, ihr werdet sie noch brauchen. Als es die Zeit gab, dass die Heiler nicht gebraucht wurden, ich habe trotzdem Heiler mitgenommen, weil ich es eben auch respektlos finde, die Heiler deswegen nicht mitzunehmen. Ich kenne das selbst, ich spiele als Mensch Ausdauer-DD, die werden auch immer mal wieder nicht mitgenommen. Und deshalb gab es für mich auch keinen Grund, die Heiler nicht mitzunehmen, denn Heiler sind ein wichtiger Teil der Gruppe. Generell sind
alle Teile der Gruppe wichtig. Keiner mehr und keiner weniger. Und wenn man mal ein Teil in der Gruppe nicht richtig hat, das fällt auf. Zum Schluss wechseln wir hier halt noch einmal auf den DD, auf einen der DDs, mein eben schon mal angesprochener Ausdauer-DD. Wie ihr seht, eine Drachenritterin. Wie ihr seht, eine Dunkelelfe und kein Ork. Denn auch mir ist es wichtiger, ich spiele das, was ich gerne möchte und nicht das, was man mir vorschreibt. Nun, ich habe mich mal mit Absicht in den Raum mit den Damage-Puppen gestellt. Es sind nur ein paar drinne, drei Stück. Und das hier ist ja die, die immer so angepriesen wird. Dazu möchte ich einmal bitte den DDs sagen. Das, was ihr an dieser Puppe macht und wenn eure Ressourcen hier halten, das ist ganz nett, weil es wird ja gesagt, wenn man hier dran eine um die 80k macht oder 90 oder noch mehr, dann spielt man seine Rota sehr gut durch. Wenn man denn keine Spielfehler hat und alle Sachen klappen und der Controller nicht schon halb kaputt ist und und. Aber die Puppe gibt euch Ressourcen, die Puppe gibt ganz viele Buffs, ihr seht da oben schon mal einige aufleuchten. Und die Kampfsituation ist nicht realistisch. Generell die Gegner, aber alle Puppen hier, die hauen nicht zurück. Ihr müsst nicht ausweichen. Ausweichen verbraucht Ausdauer. Ihr müsst euch als Magicka-Char gegen die nicht schilden. Schilden verbraucht Magicka. Das heißt, wenn ihr im Kampf seid, verbraucht ihr deutlich mehr Ressourcen. Und kommt ihr hier gerade so mit euren Ressourcen hin, seid ihr im richtigen Kampf aufgeschmissen. Im Viererverlies. Dann gibt es noch diese 3-Millionen-Puppe. Und dazu kann ich sagen, selbst getestet und mit mehreren Gildenmitgliedern, das ist die 3-Millionen-Puppe. Daran spielt man seine Rota jetzt keine 7 oder 8 Minuten, sondern vielleicht so Pi mal Daumen, sagen wir mal eine Minute. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer, je nachdem. Und lauft ihr daran dann nicht leer. Ihr kommt gut hin und ihr könnt eure Techniken gut drücken. Dann solltet ihr in ein Verlies auf Normal oder in einen nicht zu schweren Veteranenverlies auch nicht leerlaufen. Nicht leerlaufen heißt, ihr seht da Magicka und Ausdauer. Habt ihr davon nichts mehr zum Angreifen, seid ihr leer gelaufen. Kann der Heiler und der Tank das nicht gegensupporten, dann ist es entweder nicht eure Rota, irgendwas hat nicht funktioniert, ihr verbraucht zu viel Ressourcen, es hat nicht geklappt, den Trank zu nehmen oder ihr könnt den Charakter noch nicht spielen. Ich sage mit Absicht noch nicht, weil man kann es lernen normalerweise. Was müsst ihr jetzt als TD im Viererverlies machen? Leicht gesagt, Schaden. Wie macht ihr Schaden? Indem ihr Techniken und leichte bzw. schwere Angriffe einsetzt. Techniken sollte man nicht wahllos einsetzen. Es gibt Rotas, die kann man sich angucken. Das finde ich gut und das finde ich schlecht. Gut finde ich es für Leute, die jetzt angefangen haben, die noch nicht wissen, wie man sowas spielt, die grundsätzlich aber sich das mal angucken wollen. Wenn man dann sowas vorgefertigtes hat, ist es voll in Ordnung. Jeder muss ja mal ein bisschen reinkommen, den Charakter kennenlernen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Drachenritter, auf Magicka ist mit Feuer ganz toll und auf Ausdauer ist mit Gift ganz toll. Weil ein Drachenritter das unterstützt und eine Dunkelelfe jetzt zum Beispiel sowieso. Und da muss man dann gucken, würde ich meinen Ausdauer-Drachenritter jetzt versuchen, mit Frost zu spielen, dann würde das grundsätzlich klappen, aber nicht gut. Wenn ich meinen Ausdauer-Drachenritter jetzt versuche, mit Bogen zu spielen und mit zwei Einhandwaffen oder mit zweimal zwei Einhandwaffen oder auch mit einem Biedenhänder bzw. generell mit Zweihandwaffen, man kann auch einen Streitachs und einen Streitkolben nehmen, dann sollte das besser klappen. Bei Magicka-Char kann man für Nahkämpfer Dolche nehmen, ohne Frage. Für Fernkämpfer sind normalerweise der Flammenstab mit den Schaden viel besser
Und auch der Blitzstab. Das heißt nicht, wenn ihr einen Blitzstab habt, dass ihr den nicht ausrüsten dürft. Ich selbst habe auch normalerweise einen Blitz- und einen Flammenstab. Mehr Schaden heißt nicht immer, dass man auch den Kampf besteht. Aber grundsätzlich, ihr müsst Schaden machen und da müsst ihr gucken, welche Kombinationen passen. Ich spiele oftmals ein bisschen Freestyle, aber guckt, dass es passt. Der endlose Hagel lohnt sich bei mir, weil ich den Malstrombogen drin habe. Ansonsten, ja, kann man reinnehmen. Muss man nicht, weil der Malstrombogen einen Effekt hat, dass der Effekt verstärkt wird. Dann habe ich hier eine Technik drin, die brauche ich gar nicht einsetzen, die brauche ich nur ausrüsten, dann werde ich verstärkt. Dann habe ich eine Giftklaue drin, dann habe ich das Set tödlicher Stoß an, was Gift verstärkt, dann bin ich wie gesagt ein Drachenritter, Dunkelelfe ist top. Hier habe ich wieder eine Technik drin, die ich einfach nur ausrüste. Ein bisschen Heilung habe ich drin, viele DDs sollen ja keine Heilung reinnehmen, ich nehme die Heilung rein. Weiß ich brauche keine Heilung, nehme ich noch etwas, was mich selbst pusht rein, wie zum Beispiel, wo ist es jetzt hier, so ein getarnten Jäger. Das pusht mich dann. Dann gucke ich nochmal, was passt. Ein kleiner Flächenschaden. Mit einer Kumulation. Dann wieder Gift und ein Tank. Wie ihr ja wisst, der kann nicht immer alles antanken. Hau ich das jetzt in so eine Gruppe rein, in so einen Kegel, der nach vorne geht. Ich demonstriere das einfach mal. Da treffe ich ja schon ein paar. Dann habe ich noch mal ein paar mehr damit belegt. Geht also gerade das Antanken runter, sind die immer noch damit belegt. Dann habe ich noch einen Blutdruckschaden mit Schaden über Zeit. Dann habe ich noch etwas, ist ein bisschen umstritten, ich habe es aber trotzdem drin. Was auch noch mal Blutdruckschaden über Zeit macht. Dann habe ich einen Finisher. Nicht alle Klassen haben Finisher, aber zum Beispiel die zwei Einhandwaffen haben hier nochmal diesen kleinen Finisher, der nochmal 100% zusätzlichen Schaden macht, wenn der Gegner unter 50% Leben hat. Wichtig ist, hier nochmal aufzupassen beim DD auch, wie sind eure Abklingzeiten? Beim Tank und beim Heiler auch wichtig, aber hier auch nochmal, weil ihr halt versuchen müsst, dass eure Techniken gut zusammenpassen und in welcher Reihenfolge ihr die tippt, könnt ihr auch selbst ausprobieren. Dafür sind die Puppen eben wieder zum Testen ganz gut. Aber es sind nur Tests. Das, was ihr an Schaden an der Red-Puppe macht, also an dem Übungsatronarchen, macht ihr beim besten Willen nicht im Kampf. Das, was ihr an der 3-Millionen-Puppe macht, das könnt ihr auf jeden Fall im Kampf schaffen und noch mehr, wenn ihr eben gepusht werdet. Weil da kriegt ihr keine Zusatzeffekte. Heißt, wenn ihr wisst, ihr macht hier dran, ich sag mal, 20k. Das heißt 20.000 Schaden. Dann wisst ihr, das schafft ihr grundsätzlich eigentlich im Kampf. Normalerweise auch noch mit Ausweichrollen, ihr werdet auch mal nach hinten geworfen, wenn euch eben der Heiler oder der Tank dann noch unterstützen. Das solltet ihr eigentlich normalerweise schaffen. Aber Plaisir haben wir es ja sowieso ein bisschen schwieriger, denn wir können gar nicht sehen, was für einen Schaden wir im Kampf machen. Wir haben nur diese Puppen. Auf dem PC gibt es Addons, die zeigen einem das. Aber wir haben das ja nicht auf der Plaisir. Nun, nachdem ihr eben wisst, was ihr dann für Technikenkombinationen euch anguckt, dass man Rotas, die vorgefertigt im Internet sind, angucken kann, da müsst ihr auch gucken, auf welche Knöpfe ihr das legt. Wenn das von den PC-Spielern kommt, die meisten, oder sehr viele spielen ja gar nicht mit dem Controller, da müsst ihr dann selbst nochmal gucken, auf welche Tasten ihr die Knöpfe legt. Also heißt, ist mein Hagel jetzt auf Quadrat, ist auf Dreieck, ist auf Kreis, auf L1, auf R1, das muss ich dann für mich selbst entscheiden, wie ich damit am besten klarkomme. Und dann, wo ist jetzt meine Position? Also normalerweise, kann ich hier mal ganz kurz zeigen, der Tank tankt den Boss, dann guckt der Boss eben in die Richtung und der DD steht dahinter. Bei den meisten könnt ihr ruhig schön dicht dran stehen, machen ihm Flächenschaden, Ausweichrolle, sprich L2 und ein X nach hinten. Ihr seht, damit verbrauche ich schon Ausdauer. Ihr könnt auch wieder nach vorne rollen, so ist ja nicht. Ah ja, L2, Joystick nach vorne dann und X. Wenn ihr nur L2 und X, rollt ihr nach hinten und mit Joystick nach vorne dann nach vorne. Ist im Kampf wichtig zu wissen, wie man wohin rollt. Ihr könnt auch zu den Seiten rollen. Auf jeden Fall ist eure Position nicht hinterm Tank, sondern hinter dem Gegner, den der Tank möglichst festhält. Der Heiler steht dann so einen Tick dahinter. Und was noch wichtig ist, auch an Fernkampf-DDs, die allermeisten Techniken haben den gleichen Schaden, egal ob ihr hier halb im Boss steht oder ob ihr da 10.000 Kilometer weit weg steht.
Denn was würde jetzt passieren? Der Heiler versucht sich hinter den DD zu stellen, kommt nicht mehr in den Tank ran. Tank kippt um, rennt auf den DD und den Heiler und haut DD und Heiler aus Rüstung. Das wollen wir ja nicht. Dann stellt ihr euch dicht dran, als Nahkämpfer sowieso. In ESO hat man so ein paar Meter, das heißt, ihr könntet eben auch ohne Probleme hier stehen, würdet trotzdem rankommen. Man muss sich die Distanz mal so ein bisschen merken. Normalerweise kommt man bei so einer Distanz noch an, ich zeig das mal. Und dann kommt der Heiler gut an den Tank ran und an den DD. Und alles ist super. Kommen eben Schadensflächen ein bisschen raus. Am besten ein Tick zur Seite. Wenn ihr nach hinten in den Heiler reinrennt, ist das manchmal recht unangenehm, besonders wenn ihr eine Schadensfläche habt, die euch verfolgt. Oder eben hier so ein bisschen zur Seite. Und versucht halt nicht so viel Abstand, wie ihr halt hier hinbekommt, auszunutzen. Das geht oftmals ins Auge. Als CD ist es auch wichtig, dass sich nicht einer ganz weit links hinstellt und einer ganz weit rechts. Weil auch Heilflächen sind nicht unendlich groß. Und da muss der Heiler schlussendlich entscheiden, ja, also welchen DD buffe ich jetzt stärker? Wen erhöhe ich denn mal die Resistenzen und wer kriegt jetzt den Heilkreis, wenn nicht gerade der Tank ihn bekommt? Das ist ein bisschen schwierig. Macht es den Heiler ein bisschen leichter? Bleibt dichter zusammen, steht, sag mal, ein DD steht hier, ein DD steht hier. Es klappt normalerweise auch, ein DD steht hier und ein DD steht da. Das reicht ja für die meisten Fälle auch. Denn hat der Heiler es leichter, alle zu heilen? Hat der Tank es leichter, den Boss zu halten? Haben die DDs es leicht, dass sie eben relativ ruhig stehen können? Und dann ist es sehr ähnlich, nicht genauso, aber sehr ähnlich wie in seiner Schadenspuppe. Und dann kann man das auch alles gut schaffen. Jetzt eben mal unabhängig von den Verliesmechaniken, die es gibt. Und da muss man auch gucken, alle Verliese sind anders. Bei keinem läuft es immer gleich ab. Sämtliche Gruppen laufen immer anders ab. Und da muss man dann eben das Zusammenspiel ein bisschen üben. Das kriegt man aber hin. Lauft ihr denn mit Random-Gruppen und ihr seid ein DD, der sich als Heiler oder Tank einträgt. Und ihr habt eben einen DD mit, der vielleicht nicht so stark ist wie ihr. Und ein Tank, der das vielleicht gern gelernt hätte, bekommt dann auch nicht die Chance. Und der Heiler ist dann vielleicht auch noch ein DD. Das geht in vielen Fällen in die Grütze. Und es ist respektlos. Und das ist eben auch der Grund dafür, warum ESO jetzt versucht, das alles ein bisschen zu ändern. Was auch immer da noch auf uns zukommt. Also grundsätzlich guckt, dass ihr versucht, eure Rollen zu spielen. Der Tank tankt, die DDs rennen nicht vor den Tank, die laufen schön brav hinterher, der Heiler läuft brav hinterher, der Heiler heilt, die DDs machen Schaden, dann sind alle glücklich, jeder kann seine Rolle spielen, keiner ärgert sich, auch wenn ihr euch ärgert, beleidigt bitte die anderen nicht. Das macht man nicht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tank noch recht klein ist, er kann auch schon im CP-Bereich sein, wurde aber hochgegrindet. Das heißt, der hat noch niemals richtig seinen Tank gespielt. Der kann das gar nicht vielleicht. Der muss dann auch üben. Das muss man einfach. Auch ein Heiler muss heilen üben. Und die DDs müssen halt auch hier wirklich üben, wie kann man Schaden machen, auch im Verlies. Und dann klappt das auch. Und dann hat man auch zusammen Spaß. Wirklich. Also man kann auch in Zufallsverliesen hier nette Leute kennenlernen. Und wenn man in seiner Gruppe spielt, hat man auch mehr Spaß, wenn jeder seine Rolle erfüllen kann. Und das alles gut klappt. Und schlussendlich geht sowas dann auch schneller, als wenn man jetzt versucht, irgendwo mit vier DDs durchzuhuschen und das klappt hinten und vorne nicht. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich einen Tank und einen Heiler mit habe und als CD mitkommen kann. Und ich weiß, viele, viele andere sind das eben auch. Deshalb guckt hin, dass ihr eure Rolle hinbekommt. Es ist nicht schlimm, wenn es mal noch am Anfang ein bisschen hakt. Dafür muss man üben. Guckt euch notfalls ein paar Guides an. Es gibt genug Hilfen. Man muss sie einfach nur finden. Es gibt auch Hilfen auf Deutsch, viel, viel weniger als auf Englisch. Aber es gibt auch da Hilfe. Und ansonsten gibt es auch notfalls Übersetzer. Aber grundsätzlich habt keine Angst vor den Viererverliesen. Auch wenn es ein zufälliges ist. Traut euch ruhig. Und nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr vielleicht in den Verliesen noch unsicher seid oder da noch nie drinne wart,
würde ich grundsätzlich empfehlen, geht auf normal rein. Zum ersten Mal angucken, ist das immer ein bisschen besser. Nun, dann hoffe ich euch, dass ich euch die Rollen ein bisschen näher bringen konnte, ein bisschen den Überblick für die Viererverliese vermitteln konnte und dass man jetzt für jede der verschiedenen Rollen vielleicht ein bisschen Verständnis aufbringen kann oder zumindest nachvollziehen kann, warum es manchmal ein bisschen schwerer ist. Denn wenn man selbst noch nie einen Tank gespielt hat, noch nie einen Heiler gespielt hat oder noch nie einen DD gespielt hat, dann geht das immer recht schlau zu sagen alles. Aber wenn man es dann manchmal selber testet, dann merkt man, oh, das ist ja doch gar nicht so einfach. Hätte ich nicht gedacht. Und deshalb beim nächsten Viererverlies viel Spaß und denkt daran, behandelt alle so, wie ihr selbst auch bitte behandelt werden möchtet und guckt, dass ihr euch nicht falsch eintragt, sondern auch wirklich das, was ihr seid.